Es geht weiter, stets harte zurück bei Dragon Ball Z Bardock. Naja, zumindest kommt es einem so vor, wa? Das DLC, eigentlich sogar das vierte DLC mittlerweile. Oder eben auch das erste DLC vom zweiten Season Pass, wenn man das Ganze nennen möchte. Bei Dragon Ball Z Kakarot, ne? Und ja, wir sind hier von der Hauptstory her quasi erst im zweiten Abschnitt. Hallo, kriege ich deine Kugeln hier. Dankeschön. Genau, in der zweiten Mission von der Hauptstory her haben wir schon ein paar auch Sidequests so gemacht und ich bin gespannt, was wir hier auf diesem Planeten so für Gegner treffen werden, die uns hoffentlich ordentlich unterhalten werden. その町をぶっ潰しちまえば、おしまいだな。それは間違いないけど、さすがにこの人数は大変だよ。町の周りにもいくつかまとまった反応がある。おそらく奴らの拠点か何かだろう。そこから狙っていくのが得策かもな。拠点を襲ったら町にいる奴らをおびき寄せられるかもしれないしね。回りくどいな。まあそういうな。満月までまだ時間がある。 Besser wär's. Vernichtungsevents. Oha. Erledige die Kanasana in der feindlichen Stützpunktstadt. Scharen von Gegner werden eine Anzahl, die proportional zur Stärke des Gegners sind. Base Gegnerstärke im Gebiet gibt es jede Menge Basen. Wenn du die Gegner darin herausforderst, rufen sie Verstärkung aus der Stadt. Gewinne Basenkämpfe, indem du die gegnerische Stärkestufe senkst. Hierdurch verringert sich die Anzahl der Gegner in der Stadt. Und kämpfe ein einfacher. Sieh die Gegner in möglichst vielen Basen. Ja, aber das Endziel bleibt gleich, einfach alle vernichten. Jo, da drüben sind irrsinnig starke Kanasana. Offen gesagt können die zu heftig für uns sein. Hey, Borgos, warum musst du das sagen? Tja, Mann, nehmen Sie die Katze aus dem Sack, komm vorbei! Der Problem mit ein paar Kanasana? Wie armselig kann man nur sein. Nee. Ich bin neugierig, was hier als irrsinnig stark durchgeht. Ja. Oh. Was auch im Stärkelevel von Raditz oder so? Keine Ahnung. Hier gibt es Sidequests auf dem Planeten? Warum das? Weißt du nicht, ob es später irgendwie nochmal, was? Naja, nochmal auf diesem Planeten zurückkommen, deswegen wäre es schon cool, wenn ich hier die ganze Zeit was mitnehmen würde. Jungs, was los? Oh! Hm. Oh! Na, nur ein bisschen. Naja. So, dann. Das kann durchaus lustig werden. Ja, was heißt denn hier stark? Von welcher Kraftkraft sprechen wir hier? Bei Bardock hat er offenbar eine Kampfkraft von 10.000, also... Naja. Hat hier natürlich auch schwierig zu irgendwie... das Ganze relativieren, weil wir haben hier eine Stufe. Keine richtige Kampfstärke von dem her. Du kannst ja schlecht sagen, wegen, ah, Bardock ist Level 20, okay, das entspricht 10.000 auf der Skala. Fürwahr, fürwahr. Das müssen sie sein. Meinst du, sie sind mutiert? Warum habt ihr unseren Planeten angegriffen? Verbesserter Kanasianer. Lord Freezer will es so. Ja, meine Leute aus egoistischen Gründen ausgelöscht. Mir wird schlecht. Das ist ein sympathischer Typ. Oder die Typen, besser gesagt. Ja, es wird nicht lange dauern, Freunde. Yeah!
Hey, was ist denn hier, Fascha? So, einer down. Ist ein Zauberer? Ist der Zauberer? Hat ja nichts drauf, deswegen. Oh, ich muss weg hier. Das kann ich auch, Freunde! So, ja, aber sehen wir, was ich mit dem Bein machen kann. Zauberer, dann noch einer. So, bin noch einer, wa? Krass, ich meine, sind trotzdem Stufe 25, ist ein härter Spardock. Das war's. Sieg, Saiyajin! Stufe S, wie Saiyajin halt, ne? Was für ein Reinfall. Naja. Hat ganz schön gedauert, wir sind hier fertig. Ja, Arigato! Was soll man machen? Man kann Witze. Das ist genauso, Mann. Ah ja. Der möchte gerne Nappa, wa? Wobei mir eine Frage, wie alt Nappa eigentlich schon ist. Wir haben ja in der letzten Folge noch gesehen, wie er schon mit Vegeta unterwegs war. Und Vegeta, dass er eigentlich auch die Geburt von Son Goku ist. Vegeta ist etwa 5 Jahre älter, also dementsprechend halt 5 Jahre alt. Da kann man kaum vorstellen, dass Nappa irgendwie auch noch ein Kind war. Das sah schon relativ groß aus, also sogar schon ausgewachsen. Und Nappa hier schon, keine Ahnung, mindestens 15, als er noch älter war. Wäre halt bei Dragon Ball Z doch schon, naja, vielleicht zu den anderen beiden und zu Raditz und Vegeta ist auch schon alt gewesen. Tja, und weiter geht's mit der Schlacht. すぐに片付いちまった。ま、順調に進行できるのは今どうせなら、もっと強いやつと戦いたいよ。せっかく今夜は満月なんだしさ、力が湧いてきた。28 na gut, kann ich sie rauchen auch. Später trainieren. Und los geht's. Da vorne ist einer.
近くに拠点がありそうだよ。どれぐらい集まってっか楽しみだな。なんだお前ら。ベトラ、ビストマン。怪しい奴らだな。だったらなんだって。さっさとお仲間を呼んだ。侵略者が来たぞ。なあ、ディングもそう、ヘルフ、ディアンドリングが。 Eure nie mehr helfen. Zeit zu sterben. Vorsichtig schwach. Okay, aber bis 170 hat sie ja. Junge, Junge, da bin ich eine Weile dran, ey. Wer noch nicht? Wer will noch mal? Jo, und dann kommt sie noch dran. Da muss ich mich mal ganz kurz. Yeah. Das macht schon sehr viel mehr Spaß. Alter. Ich glaube, es war ein Fehler, das zu machen. Das dauert noch Ewigkeiten. Nicht mal ein Drittel gemacht. Kurz warten bis bei fast schon bei ihm, so ist also da voll. Ne, bei fast schon nicht. Danach würde ich nämlich gerne auf den alten Moves switchen. So, jetzt aber. Ja, schon besser. Da kommt Freude auf, Freunde. Also fast das Kugel funktioniert ein bisschen anders, als ich gerade dachte. Sorry, mein Fehler. Aber coole Moves haben die eigentlich drauf von dem her. Die restlichen müssen wir aber jetzt glaube ich gleich hinkriegen. Sobald ich den LWZ-Move-Kombi machen kann. Jo, jetzt nehmen wir noch. RB, RB! RB, LB. Oh, da wäre ein bisschen mehr. Achso, deswegen. Oh, ein Key mehr. Das ist ein bisschen unangenehm.
Einer Down, einer fehlt noch. Ja komm, versuch's nur. Naja, ist ein bisschen hart. Aber Thoran war schon gerade viele XPs bekommen, Junge, Junge. Basen zerstören. Eine Basis, ja gut, das kennen wir noch. Vom Hauptspieler, ja. Achso, warte mal, da ging ja hier anders. Die Frage ist ja jetzt, sind die Gegner die Stärke gesunken? Die sind jetzt alle schwächer? Warte mal, wenn ich jetzt auf die Map noch gucke. Entschuldigung, die Map ist ja hier. Wir haben keine Sidequests mehr, ne? Okay. Ich habe Nee, da hau ich ab. War ein bisschen langweilig jetzt wirken, Leute, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger die beste Idee. Oh. Wollen wir gerade aufschlitzen? Frech, der Typ. Ja, komm nur. Ganz ernsthaft. Der Ziel will gelernt sein, Alter. So, 50 sind down, 50 kommen gleich nach, oder? Ich hab jetzt weniger Gegner vor, waren 75 insgesamt. Okay, das waren viele. Auf einen Schlag. Aber es ist ein gutes Training, trotz allem. Du. So, Wehrstärke ist gesunken, sehr gut. Falsch, hier. Also wir noch solche Basen hier, oder war es das schon? Ah doch, da hat's noch. Der Vortrag ist ein bisschen zu sehr, aber das Gefühl.
Kann ich bei Bardock eigentlich mal wieder ein bisschen. Nee, nicht die. Obwohl. Move ist jetzt auch eine Variante. Die finale Geistkanone, wa? Nee, komm, warte mal. Lass es mal so noch. Dann hier. Stufe 2 und 3 machen. Eine super Folgeenergiestrahl. Ja, sehr schön. Die finale Geistkanone natürlich noch Stufe 3. Hm, wie ist das gehört? So, wieder mal zu wenig rote Kugeln fahren, wa? Also ein Kampf gegen Freezer. Und das große Finale anteasern, wa? Spoiler-Gefahr! So, der Gegner den Setz noch. Oh, der 185! Ah nee, was für Schmeißfliegen. Was ist das alles? Noch schnell den Ultimate Move. Schnell. So schnell es halt geht. Verdammter Fremdling. Ja, die muss ich beleidigen. Das tat weh. Das kann alles sein. Noch mehr Spaß? Ich weiß nicht, Leute. Also das Gefühl, sie haben unsere lieben Z-Truppe, nicht Z-Truppe, Sachin-Truppe hat hier sehr viel Spaß. Ups. Ups.
So, komm, jetzt Reisebau. Ne? Jetzt haben wir genug hier. Spaß gehabt, wenn noch einer hier übrig wäre, geht es trotzdem in die Stadt. Komm. Ganz ehrlich, Stärkestufe 1, was sollen die noch machen? Selbst bei 4. Sind keine Chance gehabt. Macht sie nieder, immer wieder! 210, das wird dauern. Aber das schaffen sie noch mit der Vogel, keine Sorge, ne? Ja, kommt nur näher, kommt nur alle näher, gar kein Thema. Wo bleibt der Vollmond, Freunde? Da ist auf dem Vollmond. Also wenn ich jetzt ein ganz kurzes Testen, wenn ich in deinen Ultimate-Modus gehe und dann die Combo ausführe, macht er mehr Damage, also kill ich mehr? Jo, ein paar mehr. Da sind noch 30 Stück. Nein, der falsche Move. Ah, da ist zu weit weg. Da haben wir 200. Tja, die Frage ist bloß, wie lange noch? Aua. Aua. Das tat dezent weh. Ich bin leicht erstaunt und erfreut gleichzeitig, dass ich Schmerzen erfahren darf. Tja, sorry. Aber das war's. Fahr zur Hölle.
Das tat weh. Stufe 30 für Bardock. オーザルにならずにほとんど片付いちまったな。でもまだ生き残りがちらほらいるみたいだよ。満月まではまだ少し時間があるな。それじゃ夜になるまで残ってる奴らと遊んでようかね。 Okay. Wir haben mit dem Ladescreen die Zeit totschlagen. Wir gehen natürlich rauf. Ja, naja, das ist Vernichtung pur. てめえが油断したからだよ。しかしバーダックよ、息子の誕生祝いにしちゃちょいと派手にやりすぎちまったな。 息子の誕生祝いだと？くだらねえ冗談だ。この星も片付いたことだし、惑星ベジータに帰って会ってきたらどうなんだ。何の見どころもねえ最下級兵士のクソガキに、わざわざ会いに行くバカがいるか。どうにでもしろと言っておくよ。ふん、そうかい。いやしかしフリーザ様には感謝しなくちゃな。 毎度毎度俺たちはよく使ってくださるぜ。だがなんだってフリーザ様こんな珍奇な星を欲しがってらっしゃんだ。なんでもな、このカナッサ星には変な超能力を身につけられるエネルギーがあるって噂があってな。そんな噂を信じてるのかどうなのか、フリーザ様は前々から手に入れようと考えていたらしいぜ。 俺も油断してたぜ。聞け、わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。未来を予知？何を言ってやがんだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。 我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。
笑わせるぜ。俺たち無敵のサイヤ人が何を見て苦しむと言ってんだ、タグ。のう、バダック。バダック。おい、バダック。しっかりしろ、バダック。なんだ、おいおい。どうしたんだ、バダック。Er muss halt auch mal ein Schläfchen halten, hat er sich gefälligst auch verdient, oder würde man sagen. Der Schlag des letzten überlebenden Kanassianer fügt Bardock heftigen Schaden zu. Ja, gut, danke schön. Frieza-sama, tatta ima, Kanassa-sei o senryoushita toyu houkoku ga hairimashita. Hoo? Yotei yori 1 kagetsu hodo hayaku te ni ireru koto ga dekimashita.誰なんだ、その金瀬星を攻め落としたって野郎は。名もないサイヤ人の下級戦士どもだ。サイヤ人、最近の奴らはよく働きやがるな。確かに目覚ましいものがある。特にフリーザ様が目をかけていらっしゃるあの王子のベジータなどはとてもガキとは思えない戦闘力だしな。それだけではない。一人一人では大したことない奴らも、徒党を組むととてつもない力を発揮するようなのだ。へっ、お前、何を怯えているんだ？いや、私はただ、このままサイヤ人を放っておいては、かなり面倒なことになると思ってな。いつまた、ベジータのような奴が現れるかもしれんし、もしそんな奴らに徒党を組まれた時には、目障りになるというわけですね。は、はい。Ich frage mich, ob sie hier im DLC noch irgendwie. Na. どうなんだ、やつ。肉体的には全く問題ないが、脳波に少し異常が。仕方ね。今回はバーダックを置いていくことにしよう。俺はどうしちまったんだ。なんだこれは。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見て、せいぜい苦しむがいい。バーダック、目覚めたのか。待ってろ、今カプセルを開ける。何だったんだ、さっきのは。夢にしては少し違った。嫌に現実味があるような。星の爆発、青い星に向かうポット、それにあのガキは。つっ、バカバカしい。うなされていたが大丈夫なのか。てめえらと出来が違うんだよ、出来が。それよりトーマたちはどうした。フリーザ様のご命令で惑星ミートに出かけていった。何？畜生。俺を仲間外れにしやがって。惑星ミートか。すぐ近くだな。よし。おい、バーダック。プラネートミート。ミートグリードとか。姿を見て、せいぜい苦しむがいい。
カカロット。チッ、戦闘力たったの2か。クズが。Tja, Bardock, Vater des Jahres. So, kann ich gleich mal ganz kurz erzählen, was ich vorhin sagen wollte. Wegen Freezer und vielleicht noch einem Gespräch zwischen ihm und Lord Beerus? Ne? Vielleicht? Junge. Genau, weil es wurde mal im Manga und im Anime, da war es nur im Anime, bin ich gar nicht mehr so sicher. Soll vorkommen. Bin wieder zurück auf Planet Vegeta, die Psycho ist nicht mehr da, war. Scheinkleister. Sorry, nicht dem Kakarot no Yatsume. Ano Sentoryok ja tada no yakutatazu ni shika narane. Sousou ni hoka no hoshi ni tobasareru daro ga. Soko de ikinokoreru kamo ayashii tokoro de. Oh, der wird, keine Sorge, der hat Talent. Mann, keine Sorgen, Bardock. Ja, okay, Freunde, jetzt sind wir ein bisschen doof gelaufen. Wir sind zurück auf Planet Vegeta. Aber die Psycho von vorhin ist nicht mehr da, ne? Wo er meinte, ja, wenn ihr vielleicht plötzlich fehlt, muss ich vielleicht nochmal machen. Jetzt, ich guck mal, ne? Vielleicht sag ich die schnell offscreen, also weiß offscreen. Machen wir so, dass wir vielleicht nächste Folge nochmal kurz dort reloaden, wo wir vorletzte Folge waren. Nein, wo wir letzte Folge waren, ne? Also nächste Folge dort reloaden, wo wir letzte Folge waren. Wenn die Psycho dann nachholen kann und gucken kann, ob dann nochmal irgendwo was auftaucht. Und dass wir dann, oder dass ich dann das, was jetzt gerade auf dem Planeten Kanasar und mit den Kanasaner passiert ist, halt offscreen nachzocke. Weil, wenn einfach deine Sidequest weg ist und so und nicht mehr nachholen kann, ist das schon doof, ne? Das ist, weil im Prinzip, wir können uns ja schon denken, was jetzt mit den Freunden von Bardock los ist, ne? Wenn die zum Planeten Meat geschickt wurden und wir haben die Szene zwischen Freezer und Zahn und Todoria gesehen. Naja, das kann ja nichts Gutes bedeuten, wa? Also vorhin meinte, genau, ist ja, Freezer hat den Planeten Vegeta vernichtet, also wird er hier im DLC noch vernichten, vielleicht auf der Story. Aber eigentlich hat das ja zumindest, eben gemäß dann Dragon Ball Super, hat das getan auf Wunsch oder Befehl von Beerus, dem König der Zerstörung, dem Gott der Zerstörung natürlich, ne? Also Lord Beerus, Meister Beerus, wie auch immer. Und daher frage ich mich halt, wird das ihm noch gezeigt oder täusche mich jetzt gerade, dass das Ganze gar nicht Kanon, also gar nicht auch im Manga abgebildet gewesen und kam nur im Anime vor. Ja, was Kanon ist und was nicht, ist bei Dragon Ball manchmal ein bisschen schwierig. Das ist so. Aber gut, das soll es gewesen sein, Freunde, für das Erste. Hier bei Dragon Ball Z Bardock oder eben natürlich mit Valerie Kakarot, egal. Wir gucken nächste Folge, wie es weitergeht. Auch mit der Sidequest oder so, die eben da vorletzte Folge noch da war. Mal schauen. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.